dürfen meine Kinder alle meine Emotionen sehen? Und meine Antwort darauf ist, nein. Ein kleines Kind ist vom Gehirn noch nicht so weit entwickelt wie du und ich. Das Gehirn entwickelt sich bis zum 28., manche sagen bis zum 25. Lebensjahr. Es geht aber hier um Kinder. Wenn ich hysterisch weine, macht es einem Kind Angst. Und es kann ein kleines Kind traumatisieren. Wenn ich aggressiv schreie, kann es einem kleinen Kind Angst machen. Deshalb, wenn ich traurig bin und normal weine, darf das Kind das mitbekommen. Ich würde auch sagen, Mama ist gerade sehr, sehr traurig, mein Schatz. Ich würde gern einfach weinen und es tut gut, dass die Tränen gehen. Ich würde mich erklären, damit das Kind da nicht einfach alleine steht und nicht abgeholt und nicht weiß, was los ist. Kinder beziehen immer alles auf sich. Mama weint, weil ich anscheinend irgendwas gemacht habe. Papa und Mama streiten, weil ich, also das Kind übernimmt immer alles auf sich. Deswegen ist eine Erklärung immer so wertvoll, wenn man dem Kind erklärt, dass es nichts mit dem Kind zu tun hat. Ich bin gerade einfach nur enttäuscht und frustriert, weil ich mit einer Freundin gestritten habe und deswegen möchte ich gerne weinen. Und dann einfach nur zu weinen. Nicht hysterisch und nicht aggressiv. Eine Übung, die ich immer gerne weitergebe, um Gefühle zu verarbeiten, ist zum Beispiel zu springen, wie ein Gorilla, sich auf die Brust zu klopfen, ist nicht aggressiv, und also so Töne zu machen. Das tut gut, gerade wenn man wütend ist. Ich meine, es kommt vor, wenn du mehrere Kinder hast und es ist laut und du bist einfach nur erschöpft, dass du am liebsten schreien wollen würdest. Mit den Kindern die Übung zu machen, wir spielen mal jetzt Gorilla. Mama ist irgendwie wütend, weil ich einfach nur müde und erschöpft bin und ich weiß gar nicht, warum ich wütend bin, aber ich würde gerne die Wut rauslassen. Macht ihr mit? Oft sagen die Kinder, ja, na komm. Und dann springen wir und schütteln unseren Körper und machen Gorilla-Töne und so weiter und so fort. Und das kann helfen, im Körper diese Emotionen zu bewegen, herauszubringen, ohne dass man die Kinder angreift. Ne, oft, wenn wir unbewusst sind und einfach nur wütend sind. Ich kenne es aus meinem eigenen Alltag, dass man manchmal so genervt ist, dass man am liebsten die Kinder anschreien möchte. Und das können wir umgehen, indem wir einfach die Gefühle, die uns unterdrücken, die uns schwer zu schaffen machen, einen Weg geben, sich ausdrücken zu können auf eine gesunde Weise, die niemanden verletzen.